Okay, also drei Boote, das ist also die nächste Quest, die wir machen können, wa? Na gut, jetzt gehen wir also erstmal hier rein. Dann haben wir da einen Teleport-Point. Das ist... Och, nö. Pass auf, Vater! Okay, die waren zu schaffen. Hier ist noch eine Karte. Hier, komm mal, Atreus. Hier ist eine Karte. Nimm mal. Noch eine von diesen Karten. Sehr schön. Da unten ist noch eine Träne. Die nehmen wir auch noch gleich mit. Okay, dann müssen wir jetzt hier hochklettern. Dann klettern wir jetzt mal da hoch. Hast du den Speer schon? Nee, habe ich noch nicht. Mehr Pfeile nutzen. Da bin ich zu blöd für. Da denke ich immer nicht dran. Aber weißt du, was ich kann? Ich kann dann ganz kurz mal gucken, ob es was zusammen gibt. Aha. Wo ist der denn jetzt? Ich hasse dich. Na super. Ach hier, hier war es. Rasche, rasche. Der Kopf. Okay, der Kopf. Knochen. Ja. Dann können wir sie auch dem Geist bringen. Vielleicht hält er sein Wort. Ich weiß, dass sie nicht wiederkommt, hörst du? Ich weiß das. Bloß, vergiss es. Bringen wir die Knochen zurück. So, hier haben wir noch eine Kiste. Was haben wir hier noch? Kann man immer brauchen. Alle Mann von Bord. Galionsfiguren. Wie viel habe ich da? 4 von 9 habe ich da mittlerweile. Ach, guck mal. Ah, da haben wir wieder ein Auge Odins. Und da haben wir... Was ist denn das Spannendes? Was ist das? Ey, dein Witz, oder? Ja, jetzt habe ich es, glaube ich, jetzt hingekriegt, oder? Ja. Okay. Da hatten wir es, glaube ich. Hey, sieh mal, eine Fackel. Eine Fackel ist aus Holz. Das nennt man Feuerschale. Eine Feuerschale. Okay. Darauf steht etwas geschrieben. Soll ich vorlesen? Konzentrier dich. Anne! Oh, jetzt hab ich... Guck mal, jetzt bin ich einmal drin in dem Loch. Lass du doch mal, halt, könnt ihr mal wieder aufhören? Von hinten! Geh mal hier, Sack hier! Der hier, Vater! Machen wir mit Eis. Eis machen wir kaputt, indem wir Feuer nehmen. Den haben wir auch. Jetzt, ja, okay, den haben wir noch. Was ist das? Früher konnte ich nicht mal heilen. Irgendwie geht das nicht mehr. Ich hab irgendeine Rune erhalten, es gibt Heilung nicht mehr. Ah, was soll's. Okay, so. Jetzt haben wir noch den hier, der ist kaputt. Ich dachte, sie haben uns. Heilen wir uns mal wieder. So. Gut, okay, gekämpft, da brauche ich. Ihr zwei.
Hey, noch ein Geist. Bist du tot? Du bist sehr scharfsinnig und kühn. Seid vorsichtig, wenn ihr die Feuerschalen entzündet. Sedor und Hellläufer werden von den Flammen wie Motten angezogen. Ihr habt uns bestimmt aus unserem wässrigen Grab befreit. Danke. Uns? Andere Geister. Der See der Neuen ist voll von ihnen. Die meisten davon können diese Welt verlassen, aber einige wenige stecken in Midgard fest, bis unsere Angelegenheiten geklärt sind. Vielleicht könnt ihr ihnen auch helfen? Wir haben nicht den Wunsch, dir zu helfen, Geist. Aber das habt ihr bereits. Ich wollte nur noch mal den Himmel sehen. Lebt wohl! So, wir haben jetzt... Hallo, Colli. Wir haben jetzt Stärke erhöht. Wow, er ist verschwunden. Wie ist der Kriegergriff? Erhöht Stärke, Abwehr, aber ich weiß jetzt nicht, ob der sich lohnt. Das haben wir jetzt spät gekriegt, glaube ich. Komm, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Hier ist noch eine Kiste, die haben wir gerade geöffnet. Wolver, hinter dir! Der Farbe nach... Oh, der Farbe nach zu urteilen. Bin noch nicht so weit. Boah, die sind aber... Das geht mir mal ein bisschen auf den Sack mit denen, ne? Und das zum Heilen da. Ja, das war mir so klar. Oh, Mann. Einfach perfekt. Mann. Hinter dir, pass auf. Ja, pass auf. Eine schöne Bescherung. Schöne Bescherung hier. Alter, lass mich in Ruhe. Ich hab dich gleich. Boah, der hat mich aber auch gleich. Nein. Oh, ich hab keine Heilung. Ach, Mann. Das gibt's doch nicht. Das... Was unnötig. Boah, guck dir das an. Alter, Mann, was ist denn hier los? Alter, was habe ich mir denn hier rausgesucht? Ich muss irgendwie an die Heilung. Aber es ist keine Heilung mehr. Das war schon genug Heilung. Boah, meine Herren. Das gibt's doch gar nicht. Der macht ja einen Flächenangriff. Dreht sich im Kreis. Es versucht schon, hier von dir wegzukommen. Gut aus. Das reicht nicht. Was denn also? Also, es gibt's doch nicht. Aber ich habe mit den Wölfen schon mehrmals solche Probleme gehabt. Also, immer wenn ich so einen Wolf als Gegner hatte, musste ich das irgendwie abbrechen. Dabei will ich doch bloß da hinten die Kiste haben. Guck mal, da ist die Weltenschlange. Das ist auch cool. Wie gehe ich strategisch besser vor? Kann ich da hochklettern vielleicht, wenn die jetzt kommen? Verstecken. Ich kann mich nicht verstecken. Guck mal, die greifen mich an, wenn ich hier rumrenne. Ich kann mich nicht mal verstecken. Ich habe keine Heilung. Okay, gibt es hier einen Wegpunkt hin? Kann ich hier später nochmal her? Probier es doch mal mit deinen Fähigkeiten. Hallo, hallo Geli. ich schaff die... Vielleicht hast du recht. Ich bin viel zu... Ja, vielleicht bin ich viel zu wenig. Du hast recht. Ich mache hier nur Hack and Slay. Du hast recht, einfach mal sowas hier machen. Das ist vielleicht doch keine so eine schlechte Idee, ne? Wenn man dann das nämlich hinter sich hat und ein paar Mal raufgeschlagen hat auf den Gegner, dann könnte man ja dann auf die Idee kommen. Hinter dir, pass auf! Hat aber Glück gehabt, dass ich nicht rankomme jetzt. Er hat aber Schwein gehabt, der Gegner. Okay, jetzt haben wir ihn trotzdem. Okay, jetzt rutsche ich mal ein Stück weg hier. Dann nehmen wir mal die andere Waffe und dann hast du recht. Jetzt nehmen wir nämlich noch die Fertigkeit raus. Ja, und trotzdem macht der so ein Damage. Oi. Okay. Ich brauch mehr Zeit.
Das war dumm gerade, das hätte ich eigentlich. Pass auf, Vater! So. Ja, natürlich, das geht natürlich nicht. Nur noch einer! Genau, mit der Rage heile ich mich erstmal wieder. Und jetzt machen wir die auch. Jetzt haben wir den auch tatsächlich. Ja, es stimmt. Ich hätte von Anfang an gleich. Ich habe ja das voll gehabt. Das, guck mal, das kann ich schon wieder einsetzen sogar. Meine Fertigkeiten. Ich versuche immer ohne Fertigkeiten zu kämpfen. Was ist das? Ja, das ist die Kiste. Ich sammle noch schnell. Das war also. Der Tipp war gut. Einfach mal die Waffen nacheinander durchzugehen, ne? Ein Krebs. Wie geht's dir, Geli? Bist du gut ins neue Jahr reingestartet? Wir haben uns ja wirklich eine ganze Weile nicht gehört. Ich hab gesehen, dass du jetzt auch God of War spielst. Habe ich letztens gesehen bei dir. Wir haben zwei der Äpfel, siehst du? Das ist gut, danke. Mir geht's auch gut, ja. So, und jetzt können wir aber hoffentlich. Wohin jetzt? Mit dem Boot zu dem Knochen, zu dem Geist fahren und die Knochen abgeben. Ich hatte Möglichkeiten für Jagd und Handel in diesen Landen erkannt. Meine Suche nach Jütunheim gab ich. Oh, jetzt ist er weg. Es war ein Segen, so treue Männer zu haben. Wir waren wie eine Familie. Und hier. Aber hier kann ich mich teleportieren. Da gucken wir gleich mal, ob ich nach da drüben komme. Du bist gerade durchgekommen, ja? Das finde ich cool. Und die Pfeile nicht vergessen, ja? So. Hier will ich hin. Aber da ist kein. Da ist kein Teleporter. Hier ist ein Teleporter. Ist das richtig? Da könnte ich aber hier hin, dann dahin laufen. Ne, dann nehmen wir den hier. Wir probieren es mal. Müsste eigentlich möglich sein. Wie, also ich komme ja ewig nicht voran mit sowas. Vater, bitte sei nicht böse. Aber ich habe deine Klingen schon mal gesehen. Die lagen unterm Haus, als ich mich versteckt habe. Durfte ich deshalb nie darunter? Wo kommen sie her? Sie sind meine Bürger. Aus einem Leben, das hinter mir liegt. Naja, jetzt sind sie auch Teil meines Lebens. Ich möchte die Geschichte hören. Jene Tage sind tot. Sie neu zu durchleben ist sinnlos. Wie kann die Wahrheit sinnlos sein? Eines Tages wirst du verstehen. Ich nehme dich beim Wort. Siehst du, ich habe bei dir manchmal auch den Lurk an. Und das ist aber so, weil du weiter warst als ich, habe ich dann mich nicht getraut, weiter zu gucken. Wenn du direkt nach rückgespielt hättest, wäre mir das jetzt egal gewesen. Aber ich habe gesehen, du hast das gleiche gespielt. Ach nee, jetzt bin ich hier, wo die Gegner so stark sind. Jetzt muss ich von hier aus ein Stück fahren zum Ziel, glaube ich, ne? Weil an dem Hafen hier sind die Gegner so saumäßig stark. Hä, wieso fahre ich jetzt weg vom Ziel? Muss ich doch dahin? Ich muss dahin. Und da bin ich. Och, es nervt mich ein bisschen. Immer nicht durchzusehen hier. Also doch lieber von da unten. Ich fahre jetzt. Warte mal, wo bin ich? Ich bin hier oben. Ich muss zu dem anderen hin teleportieren. Das ist Mist hier. Und hier bin ich an einer Stelle. Und dann noch selbst viel am Spielen. Was zockst du denn sonst zu? Also hast du dir auch Ragnarök schon besorgt? Also hier habe ich schon mal probiert. Hier sind die Gegner zu stark. Hier komme ich nicht weiter. Ich geh zum anderen Teleporter. Das wird jetzt zu schwer für uns. Also gehe ich nach hier und versuche mich von da aus rüber zu laufen zu dem Geist. Nächste Woche spielst du Ragnarök. Okay. Was hat dir die Schlange noch erzählt? Klang irgendwie wichtig. Es bedeutet sicher nichts. Die Schlange meinte, der Junge kommt ihr bekannt vor. Ich? Das ist unmöglich. Oh, dem stimme ich zu. Es sei denn, vielleicht sie spricht von etwas, was noch kommen wird. Es heißt, wenn Jörmungandr und Thor zu Ragnarok kämpfen, erschüttert dies den Baum des Lebens derart, dass er zersplittert und die Schlange durch die Zeit zurückschleudert, sogar vor ihrer Geburt. Was? Das ist doch verrückt. Ich hab doch gesagt, dass es nichts bedeutet. Also ich find's aber cool, was die so nebenbei hier besprechen, ne? Way of the Hunter. Hab ich gesehen sogar tatsächlich, war mir aber nicht ganz sicher, was es für eine Art von Spiel ist. So, und dann habe ich einfach nie reingeguckt, weil ich das manchmal bin einfach so
schaff's immer nicht. So, ich muss jetzt hier runter. Dann fahre ich da hoch. Okay. Ach, guck mal, da sind die Gegner, die ich nicht schaffe, ne? Das ist das, das ist der Steg, wo ich die sind mir doch zu stark, die Gegner. Aber jetzt, wo ich weiß, dank Gelis Tipps, ja, dass man ja auch einfach mal seine Eigenschaften, seine Fertigkeiten nutzen kann. Ein Jagdsimulator, okay. Da können wir auch die noch versuchen. Ob die Boote immer wieder auftauchen hier? Oder ob die... Weil hier ist ja irgendwie immer ein Boot, ne? Wir sollten wohl nach weiteren Geistern Ausschau halten. Was habe ich dir über Ablenkungen gesagt? Aber sie brauchen offenbar Hilfe. Das sind Geister, Junge. Tote Dinge. Sie haben keine Bedürfnisse. Nur Forderungen. Die da oben, die versuchen auf jeden Fall noch. Irgendwann. Du wirst darüber hinwegkommen. Da muss ich jetzt... Ich glaube, da durch muss ich fahren, ne? Das, da muss ich durch. Auch besser so. Atreus hat im Moment den, der kann das Eichhörnchen rufen. Und da können wir Sachen finden. Das ist vielleicht mal ganz gut, wenn man Heilung braucht oder so. Da sucht er dann auch mal Heilungskristalle aus dem Boden. Das Eichhörnchen. So, jetzt müssten wir doch schon hier sein, ne? Ist das immer jetzt richtig hier? Da ist... Noch... Immer irgendwelches Viehzeug, immer irgendwas. Du kannst nicht einmal irgendwo hingehen. Nein, da kommt immer irgendwas. Muss ja angreifen. Muss sich besonders stark fühlen. Noch nicht bereit, leider. Dann machen wir es halt so. Angeln wir halt ein bisschen. Einer ist doch hier noch irgendwo. Wir waren doch frei. Ja, genau. Da, Vorsicht! Ich brauch mehr Zeit! So. Leckt's mir an die Füße hier. So. Ich hab den Wolf gegeben. Ich hatte den am Anfang auch. Ich hab den Wolf auch schon mal gehabt. Aber jetzt gucke hier. Ratatescu! Sag mal, rufst du etwa immer zuerst mich? Ratatöschker, eil zur Rettung! Mal wieder. Naja, kann nicht schaden. Du hast nicht die Heilung, aber naja. So, und jetzt wird hier bestimmt gleich irgendwas passieren, was ich überhaupt gar keinen Bock habe. Aber wir machen es trotzdem. Wir haben die letzten Überreste deiner Frau eingesammelt, Geist. Zeig uns diese versprochene Magie. Ah. Meine süße Gulweg, wieder ganz, erhebe dich, teure Gulweg, erwache! Jetzt kommt irgendein Monster, was wir bekämpfen müssen. Bestimmt. Evni Ukarbithiast. Sie sagt, sie wird unsere Bitte erhören. Elfagner. Und uns wieder vereint. Genau, wer es uns umbringt. Also gut, du hattest recht. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Finde nach Hause. Du bist frei. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Es war ihr letzter Wunsch. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren.